Na los. Ich hoffe, dieses Orakel hat bessere Nachrichten als das in Sparta. Das Heiligtum von Delphi. Die Götter selbst wachen über dieses Land. Alexios, ist das nicht beeindruckend? Wir sind den Göttern so nah, dass ich Apollon überall spüre. Wie lief es mit Elpenor? Das erzähle ich dir später unter vier Augen. Wer ist das? Nur ein einfacher Pilger. Er hat gerade das Orakel getroffen. Ich musste ihn einfach fragen, ob sie so glorreich ist, wie alle sagen. Und? Ist sie das? Sie hat mir mehr neue Fragen als Antworten gegeben. So sind die Orakel. Du hast nicht gelogen. Es ist wirklich der Speer von Leonidas. Vielleicht habe ich dich erwähnt. Malaka, Barnabas, benutzt deinen Kopf. Er schien eben an Legenden wie dir interessiert zu sein. Ich dachte, ihr würdet euch verstehen. Wie? Du erkennst den Speer mit nur einem Blick? Du bist kein einfacher Pilger. In Delphi ist nichts nur so, wie es scheint. Auch ich nicht. Mein Name ist Herodotus. Ich bin Geschichtenerzähler. Das war ich jedenfalls. Der Krieg zwingt uns allen Neues auf. Damit hast du recht. Warum verschleierst du deine Identität? Ich bin hier auf Geheiß eines Mannes aus Athen, eines mächtigen Mannes. Wir haben vor, diesen Krieg endlich zu beenden. Du hast mir erzählt, du wolltest das Orakel etwas Persönliches fragen. Der Krieg ist persönlich, Barnabas. Also wolltest du von der Pythia wissen, wie man den Krieg beendet? Ja, aber in Delphi stimmt irgendetwas nicht. An jeder Ecke stehen Wachen, die Menschen werden abgewiesen. Du scheinst nicht überzeugt davon zu sein, dass man der Pythia Glauben schenken kann. Was hat sie dir gesagt? Ich bat sie, mir eine Möglichkeit zu zeigen, diesen Krieg zu beenden. Sie sagte, der Frühling sollte sich nicht den Winter wünschen, weil er seinen Tod bedeutet. Welch Weisheit! Ich verstehe kein Wort davon. Aber deswegen ist sie ja da drin und wir stehen hier draußen. Ich erkenne eine Drohung, wenn ich eine höre. Du hast zu lange auf Kephallenia gelebt. Dieser Andrang ist ja unglaublich. Kommen immer so viele Menschen, um die Pythia zu sehen? Das sind ja nicht alles gewöhnliche Leute. Jede Stadt entsendet Theoroi, heilige Botschafter, die um Hilfe für ihre Einwohner bitten.
Die Pythia hat nicht nur Einfluss auf die persönlichen Schicksale der Menschen, sondern auch auf das Schicksal der gesamten griechischen Welt. Stell dir vor, wie viel Einfluss man nehmen könnte, würde man lenken, was sie von sich gibt. Sie wird von Apollon gelenkt. Natürlich wird sie das. Delphi ist nicht annähernd so, wie es alle beschreiben. Ist das schon immer so gewesen? Nein. Es war einst ein offener, gastfreundlicher Ort. Aber der Krieg ändert alles. Jetzt suchen die Menschen die Pythia aus politischen Gründen auf. Prophezeiungen in Kriegszeiten treiben die Gemüter zur Gewalt. Du solltest deine Klingen besser verdeckt lassen. Blutvergießen wird in Delphi als Beleidigung Apollons verstanden. Die Strafe dafür wiegt schwer. Du scheinst nicht überzeugt davon zu sein, dass man der Pythia Glauben schenken kann. Was hat sie dir gesagt? Ich bat sie, mir eine Möglichkeit zu... Ich erkenne. Ich will der Pythia ein paar Fragen stellen, aber diese Schlange... Ich bin alt und grau, bis ich sie endlich treffe. Du machst Witze! Du besitzt mehr Waffen als eine Schmiede. Ich will hier keinen Ärger machen. Ärger? Geh einfach rein! Wer will dich aufhalten? Der Priester? Na schön. Aber wenn das schief geht, gebe ich dir die Schuld dafür, Barnabas. Ist er nicht genauso toll, wie ich ihn beschrieben habe? Ich will die Pythia sehen. Eintritt erhält nur, wer vom Licht des Apollon auserwählt wurde. Und wie wird man auserwählt? Indem man sich hinten anstellt. Sehe ich wie jemand aus, der sich hinten anstellt? Tritt ein in das Licht des Apollon, in das Licht, das alle Schatten erleuchtet. Wähle deine Frage mit Bedacht, Sterblicher, denn nur eine ist dir gewährt. Sprich, Wahrheitssuchender! Als ich jung war, verlor ich meine Mutter. Ich muss sie finden. Wo ist sie? Du bist es, aus den Visionen, das Kind auf dem Berg. Wie kannst du davon wissen? Du musst gehen, sofort. Gehen? Hast du eine Ahnung, was ich durchstehen musste, um hierher zu kommen? Oh, das habe ich. Ich sah, dass sich der Blick des Priesters auf Kausos nicht in die Knie zwang. Ein Kind und seine Familie verdanken dir ihr Leben. Aber wie? Niemand kann sich vor dem Licht verstecken. Bitte. Der Weg hierher war weit. Ich brauche Antworten auf meine Fragen. Kind des Berges. Der Kult des Kosmos hat seine Augen überall. Sie werden dich töten. Kult des Kosmos? Das Orakel hat gesprochen. Die Prophezeiung ist dein. Du hast meine Fragen nicht beantwortet. Die Pythia ist fertig für heute. Ich gehe nicht ohne Antworten. Herodotos? Du bist noch hier. Wo ist Barnabas? Er ist zum Schiff zurückgegangen. Du scheinst nicht glücklich über deine Prophezeiung zu sein. Sie wusste, wer ich bin. Sie ist die Pythia. Es gehört zu ihrem Beruf, so zu tun, als würde sie dich kennen. Sie hat nicht nur so getan. Sie sagte, sie habe Visionen von mir als Kind auf einem Berg. Welches Kind stand nicht schon mal auf einem Berg? Ich bin von diesem Berg geworfen worden. Mein Leben endete und begann auf diesem Berg. Glaub mir, sie wusste, wer ich bin. Was ich getan habe. Sie wollte mich warnen. Warnen? Wovor? Sie sprach vom Kult des Kosmos. Sagt dir das irgendetwas? Ich habe Gerüchte gehört. Ein Kult, kein gewöhnlicher, auf dem Weg nach Delphi. Aber ich habe denen keine Beachtung geschenkt. Die Pythia schien Angst vor ihnen zu haben. Wie warum haben sie fortgeführt? Fortgeführt? Dann stimmen die Gerüchte. Wenn dieser Kult die Pythia manipuliert... Das sind erschütternde Neuigkeiten. Weißt du, was das bedeutet?
Durch sie kontrolliert dieser Kult die Welt. Ich muss unbedingt mit ihr sprechen, wenn sie nicht so gut bewacht wird. Dafür müssten dir die Götter ein Wunder schenken. Sie wird immer bewacht. Du weißt mehr über die Pythia als ich. Wo könnte ich sie finden? Wenn sie sich nicht im Tempel des Apollon aufhält, dann in ihrem Haus in der Chora von Delphi. Ich kann schlecht alle Türen eintreten, bis ich ihre gefunden habe. Das Haus des Orakels sollte leicht genug ausfindig zu machen sein. Sie ist wohl die Einzige, die es sich leisten kann, im Luxus zu leben. Kannst du mir sagen, wo genau die Pythia dort lebt? Ich habe gehört, dass sie am Rand des Ortes leben soll. Aber sei vorsichtig, man wird sie bewachen. Nicht jeder sucht das Orakel mit guten Absichten auf. Ich werde herausfinden, wo die Pythia lebt und meine Antworten bekommen. Alexios, vergiss eins nicht. Schiere Kraft ist nutzlos, wo Feingefühl vonnöten ist. Ah, Söldner! Na, welch hübscher Anblick für meine alten Augen. Jung, voller Elan. Vielleicht sollte ich nur für deinen Körper bezahlen, statt für deine Hilfe. Pass besser auf, was du sagst. Verstanden? Verzeih mir. Ich freue mich nur, dass mir die Götter jemanden schicken, der mir helfen kann und gleichzeitig körperlich so anziehend ist. Das höre ich gern. Koragos, mein Gatte, ist überfordert von meinem Verlangen nach Vergnügen. Ich schätze, das wäre jedermann. Oh, ich habe viele Liebhaber, aber nur ihn liebe ich. Wenn wir zusammen sind, ist es unbeschreiblich. Dann beschreib es nicht. Als wir jünger waren, liefen wir im Mondlicht in den Wald, warfen unsere Kleider von uns und liebten uns bis zum Morgengrauen. Unsere ekstatischen Schreie hallten durch das ganze Tal. Ich hoffe, in deinem Alter bin ich auch so lebhaft. Ich bin jetzt lebhafter als jemals zuvor. Was hat das alles mit mir zu tun? Ich hörte von einem mächtigen Elixier, das einem die Lebenskraft und die Ausdauer von Eros verleiht. Wenn du mir die Zutaten besorgst, kann ich es für meinen Gatten zubereiten. Also gut. Ich sammle die Zutaten, wenn du versprichst, dass du deine nächtlichen Aktivitäten für dich behältst. Ich habe etwas Geld und Koragos hat noch mehr. Wenn du mir Bärenhoden und eine Hirschzunge bringst, kann ich das Elixier zubereiten. Oh, mehr brauchst du nicht. Keine Sorge, ich bezahle dich gut und Koragos wird dir sicher auch dankbar sein. Wo kann ich hier einen Bären finden? Es heißt, ein großer männlicher Bär lebt in einer Höhle beim Heiligtum. Gibt es Hirsche in der Nähe? Was für eine Frage. Das ist Phokis. Hier gibt es überall Hirsche. Das Elixier klingt komisch. Wo hast du davon gehört? Nun, die Pythia hat mir davon erzählt. Sie ist so weise, ein Problem zu lösen, von dem ich nicht wusste, dass ich es habe. Ich komme bald mit den Zutaten zurück. Malaka, wenn das nicht der Adlermann persönlich ist. Du bist groß geworden, Alexios. Und du bist alt geworden, Photios, der Hundeatem. Beim letzten Mal habe ich dein Schiff in Brand gesteckt. Mein Schiff und mein Bart. Inzwischen lasse ich es etwas ruhiger angehen. Und werden Söldner hier besser bezahlt als auf Kephallenia? Natürlich! Besser als bei Markos, das ist sicher. Jeder zahlt mehr als Markos. Du hattest Glück, dass ich seine Aufträge übernommen habe. Ich lerne schnell.
Und er ist ein Gauner. Jetzt mache ich nur noch die einfachen Sachen. Im Moment arbeite ich hier als Wachmann. Leichte Arbeit. Meistens. Ich könnte auch eine Pause brauchen. Von wegen Pause. Heute ist es genau wie früher. Die Arbeit ist schwerer, als ich gedacht hätte. Ist irgendwas passiert? Ein paar Priester haben die Schatzkammer geplündert. Sie nahmen die Saphire, eine Spende des thrakischen Königs. Die Schweine. Das wird deinem Geldgeber nicht gefallen. Nein, aber dir vielleicht. Statuiere ein Exempel an den Dieben. Finde sie und die Saphire. Und ich zahle dir viel mehr, als du aus Kefalenia gewöhnt bist. Also gut, ich helfe dir, aber... Aber was? Ich habe die alten Zeiten nicht vergessen. Ich schulde dir was, Photios. Ich will kein Geld von dir. Ha! Und ich dachte, ich werde langsam weich. Gut, ich jage also Priester. Wo fange ich an? Priester sind keine Diebe. Wahrscheinlich verstecken sie sich, wo es ruhig ist. Such in den Höhlen westlich von hier. Ich hätte Priester nicht als Juwelendiebe in Verdacht. Sie haben weder Drachmen noch Silber genommen. Sie wussten, dass die Saphire das Wertvollste hier sind. Das wissen nur Priester. Das sollte nicht allzu lange dauern. Das muss die Höhle sein, die Photios erwähnt hat. Die Priester waren auch hier. Vereinbarung erfüllt. Die Saphire werden ohne Abzug verkauft. Treffpunkt in der Despina-Festung. Tja, jetzt weiß ich, wo ich als nächstes hin muss. Ugh.
Ella. Ella. Vorsicht. Niemand darf mich sehen.
Na los, na los. Komm schon. Was ist das für ein Elixier, das solche Zutaten erfordert? Das stinkt. Ich will mir nicht vorstellen, das zu trinken.
Ella. Vorforon ist den Oran. Du hast mir mein Leben geschenkt. Das kann ich nie zurückzahlen. Thank you.
endlich! Ja. Hm?